Also, letztens hatte ich zu viel Zeit. Und ich habe einen Blogartikel gelesen, in dem jemand über Compile-Time Expressions unter C++17 geredet hat und wie nett es ist, dass man jetzt endlich in C++17 zur Compile-Zeit rechnen kann. Und der hat es benutzt, um daraus ein Spiel zu bauen. Dann war er aber nicht so ganz zufrieden mit seinem Ergebnis, weil er keinen Input hatte. Und weil ich zu viel Zeit hatte, dachte ich mir, es gibt bestimmt eine Lösung für dieses Problem. Ich zeige euch aber zuerst mal das Make-File. Aus Gründen. Ich habe versucht, möglichst wenig andere Fehler zu benutzen, außer den C++-Compiler. Also das Make-File, der Default-Target ist Play, den ruft den Compiler auf, ignoriert alle Fehlermeldungen, nimmt den nicht existenten File-Descriptor 3 und tut ihn nach Game-State und macht dann Züge. Make-Turn. Und das macht er so lange, bis man es irgendwie abbricht. Und was ist ein Zug? Ein Zug ruft den Compiler auf, macht viele Warnings an, das Binary brauchen wir nicht so dringend. dann habe ich diese etwas suspiciously named C++-Datei. was? Nehmen den anderen Stream und schmeißen ihn nach gamestate.h. Im Wesentlichen. Danach rufen wir den C++-Compiler auf als Präprozessor und nehmen den Header-File und tun ihn nach gamestate. Das ist das Make-File. Wo ich behaupte, wir spielen keine Spiele, das stimmt natürlich nicht. Ja, please send the direction north oder south, confirm with zweimal Steuerung D. Wie wäre das zum Beispiel mit north? Oh, das Terminal ist zu groß, schade. Ich muss ein kleineres Terminal wählen. Ja, das oben stehen Dinge im Terminal, die sind gerade rausgescrollt, das ist etwas ärgerlich. Dungeon Map? Ja, genau. Ja, wir können ja noch weiter laufen. Ich möchte darauf hinweisen, dass es offenbar stateful ist. Also wir können Richtung eingeben und der hat sich irgendwie gemerkt, wo wir sind. Wir können auch wieder nach Süden gehen. Ja, und dann kann man hier so ein bisschen durch die Gegend laufen, Dinge machen. Ja, lalala, so ein bisschen nach Westen oder Osten laufen kann man inzwischen auch. Und in die andere Richtung. Ja, und so weiter und so fort. Also ein relativ schlechtes, aber als Tech-Demo geeignetes Text-Adventure. Was die Frage aufwirft. ja, also, was liegt hier überhaupt rum? Es gibt GameState, GameState H und die dubios nicht benannte C++-Datei. vielleicht erstmal GameState H. GameState H sieht wenig überraschend so aus. Das ist ein C++-Warning. Jetzt kannst du das wieder größer machen, oder? Ja, ist eine gute Idee. Ja, das ist halt hier ein hässliches C++-Warning. Was im Wesentlichen rumjammert, dass irgendwas. Ah, please enter direction, das ist schon mal ganz gut. Ja, das ist ein Warning, was nur wegen WAL angekommen ist. Achso, ja, und er hat mir auch gezeigt, wo das hier kaputt ist. Er hat noch einen hässlichen Jupel drunter gemalt. Ich brauchte ein paar Escape-Sequenzen, bis diese ganzen Underlines und so wieder verschwunden waren. Weil der Compiler ja eigentlich sehr hilfreich sein möchte. Und einem zeigen möchte, wo genau in der Zeile der Fehler ist und so, aber ich brauche die Zeile nur einmal. Aber zum Glück kann man mit ausreichend Scroll Back und Cursor Delete All to Screen beginnen und so. Deshalb braucht es so ein bisschen Platz, dass schwarze Warnings auf schwarzem Grund mal an den richtigen Stellen und so. Okay. Ja, GameState sieht im Wesentlichen genauso aus, nur schlimmer. Ja, jetzt die dubiöslich benannte C++-Datei. Wie funktioniert das? Also, erstmal brauchen wir IO-Stream, das ist legit C++. Dann gibt es hier so ein Struct S. Das hat insbesondere ein, es ist ein Template, das wird gleich wichtig. Und es hat ein Const Expression V, die wir später in einem Switch benutzen können. Naja, sowas ähnlich wie ein Switch. Dann hat es ein State. Das wird der Game State.
meistens, außer am Anfang ist der Gamestat leer, weil wir da diesen Aerodescriptor reingepiped haben, wodurch es ein leerer Teil wurde. In dem Fall wäre das State dann 0. Ja, wenn da, wir können uns ja die Gamestat mal gerade angucken, es muss ja Ledger C++ sein. Das ist alles die Prozessor, die Bösen, das ist egal. So, und deshalb muss die C++-Datei leider hässlich benannt sein, weil dann ist State gleich 1. Und Auto-State ist hier so ein Raw-String, der beginnt hier. Geht dann von Delim, und das Schöne an C++17 Raw-Strings ist, dass sie unsymmetrische Opening-Closing-Dingsys haben. Das heißt, die nesten nicht so leicht. Insbesondere, wenn das hier noch so ein Warning macht, ist mir das erstmal egal. Weil es immer noch Teil vom String ist. Und irgendwo... Ja, Geduld, ich muss jetzt mal hinkommen. Ja, so, guck, Klammer zu, Delim. Da ist hier irgend so ein hässlichen HSK-Sequenz natürlich, und dann ist das hier irgendwie zu Ende. Aber und dann kommt noch ein Template, eine Template-Spezialisierung von S. Das ist diese eine Klasse, die wir gerade schon aufgemacht haben. Und die ist jetzt spezialisiert für den Typ Int und hat V gleich 4. Und nicht mehr 0. Und das können wir dann später lesen, um das Richtige zu tun. So, und das ist dann hier irgendwie gleich 0, ja gut, 0, 0 und dann irgendwie Semikolon, das geht dann schon. Aber warum brauchst du jetzt so, das Delim? Diese Stelle muss gültig C++ werden. Das passt als, ein bisschen Zeug zu ignorieren, 1, ja. Dann Auto-State, gleich ist eine Variablendeklaration, ja. Dann kommt ein Raw-String, ja. Dann habe ich hier unglaublich viel Crap, den ich jetzt, dadurch, dass es Delim delimited ist, beliebig wählen kann. Auch diese ganzen weiteren R-Doppelhäkchen werden alle Teil vom String, weil es ein Raw-String ist. Ach so. Weil kein Delim, okay. Keine runde Klammer zu Delim gekommen ist. Das ist immer der Dateiname am Anfang der Zeile. Ja, weil es ja ein Warning ist. Das ja, informiert ja, mich ja, ja darüber, dass in meiner schönen C++-Datei zum Beispiel in Zeile 82 irgendwas declared hier ist. Und so. Ja, ja. So, und dann am Ende kommt halt hier als Teil von... Ja, das ist das Ende. Irgend genau. So ein deprecated Warning. Ja, also hast du vielleicht auch Dinge selbst im Spiel gehört. Hier Delim. So, und dann ist das Ende. Okay. Das ist die Deklaration. Danach folgt weiteres C++. Hier Templates Druck, die Spezialisierung, dann kommt eine 0, dann kommt dieser hässliche Wriggle, den ich unbedingt loswerden muss. Was macht denn? Es ist einfach ein binäres XOR und drei Binary Knots, die zu dieser 0 gehen. Wie gesagt, ich hatte zu viel Zeit in dem Tag. Die zu dieser 0 gehören und das ist gültig C++. So, dann gibt es hier ein. Ja, noch ein allgemeines Struct-Compute, dass dieses Template wird normalerweise nicht benutzt, aber Template-Spezialisierungen werden davon benutzt. Zum Beispiel diese Spezialisierung. Wir fangen vielleicht bei 0 an. Am Anfang ist der State ja auch 0. Compute 0 ist zum Beispiel, hat 4 Member. Der erste Member heißt North, das ist irgendwie verdächtig, und der ist deprecated. Das ist ganz gut, dass er deprecated ist, denn wenn es deprecated ist, aber es wird trotzdem benutzt, dann bekomme ich hier so ein schönes deprecated Warning. Und das Tolle ist, dass er mir die Zeile ausgibt, die deprecated ist. Including diesen Kommentar hier. Der mit irgendwelchen Escape-Sequenzen beginnt, damit wir die ganze hässliche nicht auf dem Bildschirm sehen müssen. Ich mach das hier mal aus. Ja, geh an den Anfang des Bildschirms, erzähl dem Spieler, was er sieht, mach den Cursor weit weg, damit wir da nicht irgendwie wieder drüber malen, mach den String zu Ende, damit das später mit dem Parsing korrekt klappt, im GameState. Dann enthalte ein bisschen C++, damit das später in den GameState inkludiert werden kann. Also dieses Warning wird ja später hinter den String geschrieben. Ich kann nicht glauben, wie das hier überhaupt ist. ja, und so geht es weiter. Für die verschiedenen Computes gibt es jetzt quasi immer unterschiedliche Kommentare an den deprecated Membern. Also wenn man halt in Compute 1 genannt ist und nach Norden läuft, dann kommt man halt irgendwie in die Polarregion, es ist besonders kalt und bla 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 bla. Das ist jetzt im Wesentlichen nicht als Text erfüllt, das ist halt immer wieder das Gleiche. Also von der Struktur her. 15 States oder so, keine Ahnung. Und dann gibt es noch ein kleines Main. Main hat erstmal ein Warning. Ja, das ist wichtig, das Warning ist halt, dass man wieder eine Direction eingeben soll, weil sonst gibt es keinen Anfang. Ja, das ist ganz spannend, das Warning wird ausgegeben in der Parser, also im Preprocessing Phase, deshalb sehen wir das gleich am Anfang. Jetzt noch sehen wir es, bevor der Compiler versucht, dieses File zu inkluden. Das war richtig Compute. genau, wir haben S von int ist halt entweder überladen, also ist üblicherweise überladen.
So, dafür wird vorgenommen. Ja, je nachdem, welchen State man quasi hat, wurde das vorher in dem Game State halt entsprechend spezialisiert, das Template. Genau. Also diese Template-Spezialisierung, die oben in dem Game State drin war, das ist die, die S quasi überlädt an der Stelle, damit dein SV, also dieser Teil, halt der aktuelle Game State ist. Ja. Und je nachdem benutze ich ein völlig verschiedenes Compute mit unterschiedlichen Deprecated Member, die nur zufällig alle gleich heißen. Mhm. Und dementsprechend halte ich dann das korrekte Deprecation Warning. Und je nachdem, für den aktuellen Gameset muss ich es ja dumpen und nicht für irgendeinen. Und aus syntaktischen Gründen brauchte ich, glaube ich, noch das hier. Und das ist auch ganz nützlich, damit der Compiler nicht auf dumme Ideen kommt, irgendwas zu optimieren oder so. Ich glaube, in Wirklichkeit brauche ich es nicht, aber so viel ist tatsächlich noch hier nicht. Jetzt ist noch, also eine Sache, die mich ärgert, ist, dass man zweimal Steuerung D drücken muss, nicht einmal. Das Problem ist, der G++ liest die Input-Files tatsächlich zweimal. Einmal zum Kompilieren und noch einmal für die Fehlermeldungsgenerierung. Also das kann man auch, wenn man unbedingt möchte, sehen, wenn man irgendwie Dev-Standard innen einfach nur so tut und dann halt irgendeinen Unsinn tippt. Ich war zu schnell. So, okay, wir machen erstmal einen Test. So, ich glaube, jetzt habe ich einmal Steuerung D gedrückt und jetzt mache ich etwas anderes. Ich habe schon ein paar Mal Steuerung D gedrückt. Ich frage mich, ob ich das noch drücken muss. Ja, jetzt, ich weiß ja nicht genau, wo jetzt der Break gekommen ist, aber ihr seht, dass eigentlich Test unterkündigt sein möchte. Also hier, diese Zeile ist eigentlich die Source-Zeile, wo man jetzt sehen könnte, welche Identifier da steht. Aber es hätte ja nicht damit klargekommen, dass er jetzt natürlich nochmal aufmachen musste und irgendwie Fehler generiert hat und so. Das ist eigentlich Blooperat an der Stelle. Ja, genau, ich nehme an, dass ich irgendwie einmal viel oder zu wenig, aber wie auch immer genau. Er hat jetzt quasi das zweite Mal Standard included, um herauszufinden, was die Source ist und nein, der war jetzt nicht mehr. Aber deshalb muss man zweimal Steuerung die drücken im Spiel, weil er sonst nicht fertig wird mit Kompilieren. Weil er einmal Standard in fahren muss und dann nochmal Standard in nochmal angucken muss, um mir die Fehlermeldung mit dem Warning zu generieren. Ja, ich glaube, da kann man daraus nichts außer ich sollte nicht zu viel Zeit haben. Doch, also man kann mit C++17 erstens Raw-Strings machen, die ziemlich witzig sind, wenn man komplexen Thread irgendwie als String haben will. Das gab es vorher so irgendwie in der Sprache nicht. Und JPEG oder so. Oder zum Beispiel, oder Standin oder genau. Super. Vernünftig. oder C++-Source. Und zweitens, Const-Expressions sind tatsächlich ziemlich. Also man kann halt jetzt wirklich tatsächlich in der Compile-Time quasi Computations machen, wenn man nicht möchte. Es ist etwas schwierig, in der Compile-Time auch einen Input zu machen, deshalb muss ich so flütteln mit den deprecated Membern, aber im Prinzip ist es möglich. Ja, und nur weil es ein Compiler ist, heißt das nicht, dass man damit nicht irgendwie auch total lustige Seiteneffekte haben kann. Ja. Ich sehe, es gibt keine Fragen.